Moin und herzlich willkommen zurück in der Höhle von Sons of the Forest. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile Folge... die dritte Folge, wo wir in der Höhle sind. Ich habe gerade abgespeichert. Und ich nehme jetzt die Mutantenrüstung. Also man sieht echt, ne, wie nützlich Mutantenrüstung ist. Ich habe tatsächlich, kann ich mir noch eine Knochenrüstung bauen. Was natürlich auch nicht das Schlechteste dann ist. Wir nehmen ja alles, was wir kriegen an Rüstung. Ja, ich hatte vorhin hier. Batterien sind nur noch 2 Stück. Ich verzichte auf den Elektroschocker. Ich esse ein Fleisch. Ich trinke eine Dose. So, dann speichere ich nochmal, damit wir uns das nächste Mal schenken. Ja, ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein. Es wird nicht das letzte Mal sein. Da ist der nächste. Ich gehe da mal gleich rüber auf einen Molly, den ich nicht mehr habe. Kann ich einen bauen? Nein. Okay. Tja, also. Habe ich schon Moin gesagt? Ich glaube schon, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht. Elektroschocker. Kriege ich die gestunt? Wisst ihr was? Wir haben schon so oft neu angefangen. Wir probieren es. Okay, das war blöd von mir. Das war richtig dämlich. Ja, man kriegt sie gestunt. Wechsel auf die... Ja, das war... Also, ich weiß, ich bin ja immer schuld, aber das war definitiv meine Schuld. So, Leute, ich versuch's nochmal mit dem Elektroschocker. Ich vergesse auch immer auszuweichen. Ja, wieder, jetzt. Wieso habe ich denn jetzt einen Stock in der Hand? Jetzt hatte ich einen Stock in der Hand. Ja, er hat mich wieder. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hänge ein bisschen fest. Ich weiß nicht, ich bin gleich wieder tot. Den schaffe ich wieder nicht. Den schaffe ich wieder nicht. Oh, Leute. Nach dem 80.000. Mal geschafft. Ich glaube, ich bin 4-mal gestorben. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr euch die Vitamine da rein, also die Pillen reinhaut, ihr müsst stehen bleiben. Ihr dürft da nichts machen, dass sie wirken. Sobald ihr euch bewegt, hauen die nicht die volle Energie hoch. Oh, ich drehe durch. Aber das war jetzt der zweite von denen, ne? Das heißt, dann haben wir jetzt nur noch die Normalus. Das heißt also, wir sollten es irgendwie hinkriegen. Ey, innerhalb von 2 Minuten 5-mal gestorben, ey. Oder so, ich habe keine Ahnung. Egal. Ich schneide mir das schon so hin, dass das gut aussieht für mich. Nein. Ich schneide nur, weil ihr höchstwahrscheinlich nicht die 50.000 Mal Ladezyklen sehen wollt. Aber da habe ich hier eben voll so einen Stock in der Hand gehabt. So, das ist Pflicht. So, erstmal schnell die Rüstung holen. Mann. Gut, die anderen sollten 4 Stück sein. 3 oder 4 Stück. Und davon habe ich aber auch schon welche weggemacht, ne? Boah, bin ich froh, wenn wir die Höhle durch sind. Ich will wieder bauen.
Ich bin echt mehr so der Baudude. So, wo war unser Zelt da? Okay, ich speichere jetzt nochmal, dass wir das Ganze, den ganzen Ackerwatz hier nicht nochmal... Bin ich froh, dass sie das ermöglicht haben. Ansonsten können wir das hier vergessen. Ich wärme mich einmal auf. Gehe auf meine... Ist echt so, Leute. Also, wenn ich hier ohne Speichern durch müsste... Das könnt ihr sowas von vergessen. Dann würde ich, glaube ich, das Spiel nur noch im friedlichen Modus spielen. Ist das ein Normalo? Ey, das ist noch so... Ich dachte, wir hätten sie alle weggemacht. Ich dachte, die hätten wir alle weggemacht. Wie viel sind denn von den Viechern hier drin? Wo ist der? Der ist doch hier gerade rumgehüpft. Ich wäre wahnsinnig, echt. Ach nee, ist ja Quatsch. Was ist ja Quatsch, was ich sage. Ich habe ja geladen. Ich versuche mal was mit Sprengen. Ja, sowas. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Der lief doch hier eben gerade noch rum, oder? Oh Mann, ey. Ah, nur eine Kiste? Ne, meine ich doch, da waren noch zwei Kisten, oder? Denn hier durch diese ganzen Stalagmiten oder wie das heißt. Gold vorbei. Ich nehme ja alles, was ich kriegen kann. Wäre nur schön, wenn das Energie wäre. Ach Mann. Voll erschrocken. Okay, da ist einer von den Normalos. Noch einer. Da hinten ist der andere. Guck mal, ob ich den irgendwie pullen kann. Das war jetzt richtig blöde. Aber wie gesagt, wenn man so den ersten Schlag hat, geht's. Oh, ich habe nicht mal mehr Heilung. Was natürlich richtig blöd ist. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht einfach den Ausgang suche. Aber dafür müsste ich zurück mein Zelt holen. Ja, ich glaube, ich werde mal meine Taktik ändern. Das heißt, wenn wir nicht gut sind im Kämpfen... Sollten wir versuchen, uns dran vorbeizuschleichen. Aber ich habe keine Plane mehr. Das heißt, ich gehe jetzt, speichere jetzt nochmal ab. Nutze die Gelegenheit, speichere ab. Speichere ab, nimm das Zelt mit. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich den Ausgang finde. Weil es hat ja keinen Sinn, wenn ich hier 50.000 Mal irgendwelche Sachen mache und wir hier keinen Schritt vorankommen und hier 5 Millionen Tage im...
in der Höhle sind. Also ich versuche mal den Ausgang zu finden. Ich bin hier zwar schon gewesen in der Höhle, definitiv, aber ich erinnere mich an gar nichts mehr. Wenn es danach ging, hätte ich gesagt, sind wir schon lange durch. Wie sieht es aus mit unseren Batterien? Weil wir haben auch nur noch ein Paket Batterien. Ich muss mal sehen, ob ich so rauskomme. Ich gehe jetzt einfach mal an der Wand lang. Da hinten sind noch zwei. Ich versuche die mal zu umgehen. Crouchen werde ich nicht machen, weil ich die Tastaturbelegungsgeschichte total blöd finde, dass du das halten musst. Okay, meine Taschenlampe geht zu Ende. Ich bleib mal hier stehen. Erstmal, bis sie sich wieder aufgeladen hat. Okay, sie ist wieder voll da. Ich gehe weiter. Ich glaube, das ist für mich tatsächlich der bessere Weg. Wo denn? Wo denn? So, und damit war es das, würde ich sagen, weil ich habe nichts mehr zum Heilen, ne? Na, ich kann es damit versuchen. Boah, ich bin ruhig. Ich bin durch. Wenn ich aus der Hülle raus bin, müssen wir erstmal 50 Folgen bauen. Mann, bin ich froh. Ohne Flachs bin ich froh, wenn die, okay, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, wenn ich das richtig sehe. Okay, hau das raus. Hau das raus. Bringt mir das was, wenn ich das esse? Ach, Mistekiste. Ich versuch's erstmal. Also, ich gebe erst auf, wenn wir tot sind. Also dann gehe ich erst wieder auf den Spielstand, Speicherstand zurück. Boah, wie viel sind denn von den Viechern hier drin? Mal ernsthaft jetzt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und hier habe ich auch mal wieder festgestellt, wie viel diese Molotow-Cocktails wert sind. Echt? Habe ich immer unterschätzt. Ich behaupte mal, wir müssen da vorne durch. Ich versuche jetzt nochmal. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Gerade weil das hier ja auch der Timer ist. Das hat ihn, glaube ich, herzlich wenig interessiert. Und höchstwahrscheinlich. Was zünd ihn an? Taschenlampe. Er geht wieder zurück. Habe ihn erwischt. Hier ist es recht hell. Jetzt muss ich nur noch treffen. Gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr im Bogen geschossen. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt komme ich wieder rein. Sagte er und schoss gleich vorbei. Das Problem ist auch das Umzwischen von 3D-Pfeilen auf, also die 3D-gedruckten Pfeilen auf Steinpfeile, weil die 3D-Pfeile sind echt mega
Okay, ich bin jetzt schon damit durch. Aber die finde ich natürlich schon ein... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sogar Carbonpfeile hier sind. Ich muss tiefer zielen, nämlich mit denen, weil die schießen massiv weiter. Da kann ich schon fast... Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Leute. Okay, den habe ich. Ich speichere jetzt nicht. Ich guck mal, ob ich was mit dem Energieriegel machen kann. Ich habe auch leider nichts. Ich kann mal Aloe Vera versuchen. Ich habe leider nichts zum... entfernen mal. Essen wollte ich die. Minimal. Ich hau mir einfach mal ein paar rein. In der Hoffnung, dass das ein bisschen... Ich glaube, du kannst damit auch nichts mehr Großartiges jetzt... Nee, komm. Jedes bisschen Energie zählt. Okay, wir gehen auf die Taschenlampe. Wir gehen auf die Axt. Mit fast kein Leben mehr. Ich gehe mal ran. Ich versuche mal. Ich weiß nicht, da vorne sieht aus, als ob da auch was steht. Ich weiß nicht, was das ist. Pfeile. Wie viele Pfeile habe ich verschossen, ey? Es ist echt unglaublich. Ich würde sagen, ich baue hier tatsächlich nochmal das Zelt auf. Ja, also ich werde es echt versuchen, mehr glaube ich, die Geschichte zu umgehen hier, weil... Wenn es geht, kämpfen natürlich, aber ihr seht ja selber, ich bin da eine absolute Niete drin. Aber ja gut, ist vielleicht für euch auch mal ganz amüsant. Okay. Wie sieht das aus mit Schlafen? Nee, kann ich knicken? Brauche ich noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, Pfeile gucke ich jetzt erst gar nicht nach. Also wie viel wir jetzt noch haben. Ich habe nämlich echt einen ganzen Haufen weggeknattert. Wir gehen dann jetzt mal langsam weiter durch die Höhle. Mann, die ist so groß hier. Die muss doch bald mal zu Ende sein, oder? Kann ich hier Licht ausmachen? Sieht man, das ist ein bisschen blöd. Wie sieht's aus mit Batterien? Ich habe keine Batterien mehr. Ich gehe mal auf die, auf mein Feuerzeug. Ich gehe mal weiter. Okay, hier kommt die nächste Lichtgeschichte. Kommt die nächste Lichtgeschichte. Da oben hängen wieder welche. Da vorne, was läuft da vorne? Was ist das? Okay, jede Menge Babys. Ich habe leider kein Molotow-Cocktail mehr. Das nervt mich ja ungemein. Ich gehe zurück. Ich nehme ein Speer. Das ging am besten damit. Ich gehe rein. Okay, das Sprengding scheint was gebracht zu haben. Also das war gut gegen die. Molotow-Cocktails und... Ah, wusste ich's doch. Du alte... Wo? Wo ist der denn? Da. Oh, ich weiß ja nicht, welche ich schlimmer finde.
Ich gehe mal wieder rüber aufs Feuerzeug und auf meine Axt. Feuerzeug eine ganz schlechte Idee. Ist hier irgendwas? Wir wollen ja nichts übersehen. Boah, diese Lampe. Verdammt. Wenn die Lampe aus ist, ne? Wir müssen Batterien finden, Leute. Echt. Komm, Spiel. Nee, keine Seile. Ich weiß, Seile sind auch cool. Nehme ich auch gerne mit, aber Batterien wären toll. Das sind auch Zecken, ne? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie noch was zu essen habe, was mich nach oben bringt. Ich trinke auf jeden Fall eine Dose. Boah. Ich werde noch mal davon eins essen. Ich weiß nicht genau, ob mich das noch meine Energie nach oben bringt. Leider Gottes nicht. Ich glaube, ich hau mir noch mal ein bisschen Aloe Vera rein. Nützt ja nichts. Ich brauche... Komm, noch mehr. Ach komm, ich hau alles weg. Ich hau alles weg in der Hoffnung. Wir brauchen alles an Energie, was wir kriegen können. Und die Zeit rennt. Ey Leute, die Zeit rennt. Ich glaube, wir müssen noch eine Folge machen. Aber es nützt ja nichts. Dafür kriegen wir noch jede Menge voll. So, eine noch. Okay, Knollenblätterpilz, den lasse ich erstmal. Kräuterling. Bringt der Kräuterling uns auch was? Ah, ist aber nicht so dolle. Okay, ich gehe warm weiter. Okay, ich hab zwischengespeichert, ne? Also, nicht, dass ihr denkt, ich laufe jetzt hier, verheimliche euch das. Nee, nee. Oh Leute, wie groß war es denn diese Höhle, ey? Also gefühlt, ne? Gefühlt. Den Weg kenne ich gar nicht. Gefühlt war die Höhle. Okay, das finde ich jetzt hier nicht mehr witzig. Gefühlt war die Höhle, als ich so durchmarschiert bin, nicht so groß. Und ich will ganz ehrlich zu euch sein, da sind nochmal Babys. Ich probiere erstmal den anderen Weg. Aber ich schätze, der wird nicht so viel besser sein. Okay, das ist sogar eine Sackgasse. Wir müssen wohl höchstwahrscheinlich da oben hoch. Wow. Ich habe einen Kohlefaser-Dings bekommen. Okay. Bisschen überblendet. Missing. Okay, gut. Also gut, wir haben jetzt ein wahnsinniges Ding. Also wir müssen tatsächlich oben rein. Und leider Gottes geht meine Lampe den Bach runter. Gut, dann ist das so. Dann müssen wir damit leben. Dann wechsle ich aber hier nochmal auf den Sprengsatz. Ich wechsle hier auf den Sprengsatz. Gehe dann wieder auf den Speer.
Muss jetzt auch das Feuerzeug wechseln, weil die Lampe so gut wie durch ist. Werde aber... Davon haben wir ja ein paar Stück. Aber der hat wohl tatsächlich richtig gerissen. Okay, tatsächlich kann ich mich hier dran erinnern, dass ich hier unter durchcrouchen musste. Ich nehme jetzt nochmal Sonne. Ich werde jetzt auf jeden Fall abspeichern. Ja, ich werde hier die... Ich werde hier jetzt das Zelt nochmal aufschlagen. Abspeichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns tatsächlich in der nächsten Folge, Leute. Na? Wieso? So. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Folge 4 in der Höhle, würde ich sagen. Also nicht Folge 4, die vierte Folge in der Höhle. Jo, also vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für euch. Nützt ja nichts. Also, mach's gut. Ciao, euer Maruk. Bye. Schönen Dank fürs Zusehen.